Willkommen bei PC Games Hardware. Ich hatte euch schon mal vor Monaten meine Erwartungen an AMDs neue Mainboard-Generation mit X78E und X78 vorgestellt und die waren nicht so wirklich prall. Jetzt gibt es die Boards endlich zu kaufen und meine Erwartungen wurden noch etwas unterboten. Wir bei Protus Computer haben unseren Fokus auf höchste Qualität statt Massenfertigung gelegt. Dabei beraten wir dich gerne individuell oder du stellst deinen Wunsch-PC in unserem umfangreichen Konfigurator selber zusammen. Schau gerne auf unserer Website vorbei. Aber der Reihe nach. X78E und X78 sind ein neuer Chipsatz bzw. ein neuer OHAB für Sockel-ARM5 Mainboards. Die wurden zusammen mit Ryzen 9000 vorgestellt und jetzt kann man sie halt endlich auch kaufen. Spezielle Anpassungen an die neuen CPUs gibt es dabei nicht. Also Ryzen 9000 läuft auf den alten 600er Boards genauso gut oder schlecht wie auf den neuen 800ern. Und umgekehrt kann man auch natürlich die Ryzen 7000 problemlos hier verbauen. Tatsächlich resultiert der große Versionssprung von 600 direkt auf 800 jetzt nicht daraus, dass AMD hier radikal alles neu gemacht hätte, sondern es liegt einfach daran, dass die 600er relativ lange am Markt waren und Intel in der Zwischenzeit anderthalb neue Generationen vorgestellt hat, obwohl auch die dann ein zweites Jahr haben laufen lassen. Und deswegen Intel dieses Jahr mit dem neuen Sockel tatsächlich auf 800er springt. Und da wollte AMD natürlich jetzt nicht neu mit 700er ankommen, sondern haben ihre Benennung gleich angepasst, um ja einen Ticken moderner zu wirken. Tatsächlich ändert sich bei den eigentlichen IO-Hubs relativ wenig oder um es anders zu sagen, außer dem Namen rein gar nichts. Das hier ist X870E. Das hier ist auch X870E, denn das ist wieder ein Chipsatz aus zwei einzelnen IO-Hubs. Und wenn ich euch jetzt mal zum Vergleich dazu einen B650 zeige, also das Einsteigermodell mehr oder minder der Vorgängergeneration, dann werdet ihr sehen, die sehen ja verdächtig gleich aus. Und ja, die sind auch absolut identisch. Das hier ist Promontory 21, das hier ist Promontory 21, das hier ist Promontory 21. Und AMD hat das schon bislang so gemacht, dass der X670 und X670i bestand aus zwei Chips dieser Art und die 650er bestanden nur aus einem. Daran hat sich jetzt nichts geändert von der Physis her. Was allerdings neu ist, ist die Bezeichnung bei der 800er Generation. Denn jetzt steht das E dafür, dass zwei Chips vorhanden sind. Also X870i ist wirklich ein Chipsatz. Der X870 dagegen, der besteht nur aus einem Chip. Bislang war das der 650 und der 650E, während der 670 ohne E auch aus deren zwei bestand und dementsprechend natürlich viel besser ausgestattet war, als es der X870 je sein können wird. Umgekehrt war es in der ersten Generation so, dass ein ans Ende angehangene E dafür stand, dass sowohl M2 SSDs als auch die Grafikkarte mit PCI Express 5.0 angebunden werden können. Das ist jetzt bei den 800ern nicht mehr so. Das E ist ja offensichtlich schon für einen anderen Zweck jetzt verwendet, sondern es ist so, dass das grundsätzlich an beiden Schnittstellen 5.0 geboten werden muss. Das heißt also, der X870E bietet die gleichen Schnittstellen an dieser Stelle wie der X670E, während der X870 ohne E die gleichen Schnittstellen oder zumindest die gleiche 5.0-Fähigkeiten mitbringen muss, die zuvor dem B650 mit E vorgeschrieben waren. Ein Nachfolger für den B650 ohne E, also sprich die Ausstattung hier ohne 5.0 Support, könnte vielleicht später noch kommen als B850 oder so, das wissen wir noch nicht, da gibt es nur grobe Gerüchte bislang zu. Ein X670 Nachfolger, also viel Ausstattung, aber qualitativ nicht so schnell, rechne ich ehrlich gesagt nicht mehr damit, weil der hat sich in der ersten Generation quasi gar nicht verkauft. Wer so viel Geld für ein Board ausgibt, dass er kompletten Chipsatz mit zwei Komponenten drauf hat, der legt in der Regel doch auch ein bisschen Wert darauf, dass die modernsten Schnittstellen mit dabei sind. Neueste Schnittstellen ist ein gutes Stichwort, denn irgendwas Neues müssen die neuen Mainboards ja auch bieten und die Antwort ist USB 4, zwei Ports auf jedem X870E und zwei Ports auch auf jedem X870 Mainboard mit 40 Gigabit pro Sekunde für USB-Endgeräte. Gab es bislang ja nur für Thunderbolt. Problem ist, weder das eine noch das andere haben die meisten User, deswegen ist das natürlich ein Nice-to-have-Feature. Aber es geht mit ein bisschen Aufwand einher. Ich hatte das schon im ersten Video angesprochen, dass ich, wenn ich das alte Silizium für den Chipsatz mit seiner Orb verwende, dann natürlich keinen neuen Controller drin haben kann. Die CPUs nutzen, also Ryzen 9000 nutzt auch kein neues Silizium für die eine Ausgabe. Also der IO-Chip auf den Prozessoren ist der gleiche wie bei Ryzen 7000, da kam nichts hinzu. Interessanterweise die APUs hätten theoretisch einen nativen USB 4-Controller integriert, aber dann würde es halt nur funktionieren, wenn man eine APU einbaut, wenn man darüber wäre. Also was hat AMD gemacht? Sie haben einen Zusatzcontroller als im Prinzip zum Teil des Chipsatzes gemacht. Wir haben also jetzt hier eine 3-Chip-Lösung, wenn man so will. Bei jedem 870er Board, egal ob E oder nicht, findet ihr in der Nähe der IO-Blende diesen Chip.
Also zumindest bei allen, die ich plan habe, ist es dieser. Es gäbe theoretisch auch weiterhin die Möglichkeit, Thunderbolt-Controller von Intel als Alternative zu verbauen. Die versprechen ja auch USB 4 Compliance zumindest. Aber alles, was ich plan habe, verwendet hier den AS Media ASM 4242. Die Antwort auf alle Fragen. Was kann der? Nun, wie schon gesagt, USB 4 zwei Ports generieren. Das war es im Wesentlichen auch schon. Ihr seht schon an der Größe des Chips und daran, dass wir jetzt hier nicht mehr so ein Plastik-Package haben, wie es sonst die meisten anderen USB-Controller genommen haben, sondern eins, wo das Lithium wirklich blank liegt und direkt gekühlt werden kann. Das ist jetzt schon wirklich eine Schnittstelle von neuem Kaliber, die ein paar Anforderungen bringt. Und damit sind wir im Prinzip wieder bei meiner Kritik aus dem ersten Video, denn da das halt zusätzlich verbaut wird, muss es natürlich irgendwie mit dem restlichen System verbunden werden. Und dieses Ding braucht, um so viel Leistung nach außen bereitstellen zu können, wenn man sie voll nutzen will, braucht es 4 PCI Express Lanes als Anbindung. Ja, und das dominiert im Prinzip die gesamte restliche Plattform, wie ich schon in meinem Vorankündigungsvideo gezeigt habe. Wenn man 4 PCI Express Lanes für USB 4 braucht, dann hat man halt 4 PCI Express Lanes für zum Beispiel einen zusätzlichen M2-Slot weniger. AMD setzt aber noch einen drauf. Wir nehmen nämlich nicht, wie von mir vorhergesagt, 4 4.0 PCI Express Lanes, sondern auf allen X870 E-Boards, die ich bislang gesehen habe, und auch allen X870ern, werden CPU-Lanes genutzt, die eigentlich PCI Express 5.0 tauglich sind, um den nur 4.0 oder wenn man Intel verbaut sogar nur 3.0 fähigen USB 4 Controller anzubinden. Den Grund dafür kann ich nur mutmaßen. Signalqualität von dem weit entfernten Chipsatz zu schlecht. AMD-Referenzdesign, das es vorschreibt, es so zu machen. Oder gegebenenfalls vielleicht auch einfach ein Manöver, um das Chaos rund um die APUs zu umgehen. Denn die Sache ist ja die, diese letzten vier Lanes, die jetzt tatsächlich über für die USB-Controller genommen werden, die sind gar nicht bei jedem ARM5-Prozessor mehr vorhanden. Da hat AMD zwischendurch jetzt mal die Ryzen 8000 gebracht, da fehlt die Hälfte davon. Und das bringt die Mainboard-Hersteller natürlich in Bredouillen, wenn sie irgendwas anderes über diese Leitung realisieren. Dann müssen sie quasi im Handbuch angeben und wenn Prozessor X eingebaut ist, dann hat es Geschwindigkeit Y, wenn Prozessor Z eingebaut ist, hat es Geschwindigkeit A und wenn Prozessor B eingebaut ist, dann funktioniert es vielleicht gar nicht. Das mögen Mainboard-Hersteller natürlich nicht, wenn sie eine derart komplexe, es funktioniert meistens nicht, Angabe im Prinzip abdrucken müssen. Wenn man dagegen einen USB-Controller dranhängt, dann funktioniert er natürlich immer, auch wenn er nur mit einem Teil der Lanes angebunden wird, weil der andere Teil fehlt. Er würde dann zwar langsamer arbeiten, aber sowas steht ja nicht im Handbuch drin. Das ist also alles viel sauberer und viel eleganter, wenn man das so macht. Aber es bedeutet natürlich für den Endanwender, der wohl in den meisten Fällen mit so einem High-End-Board einen Ryzen 9000 oder einen Ryzen 7000 einbaut, dass er zwar die Gesamtzahl der Lanes gleich bleibt gegenüber der von mir erwarteten Lösung, aber dass ein geringerer Teil der frei nutzbaren 5.0 fähig ist. Und das heißt, diese ganz große Werbefeature von AMD, wir können eine X16-Grafikkarte mit 5.0 anbinden und zwei X4-SSDs zusätzlich, das ist bei der 800er Generation einfach weg. Gegen die aktuelle Intel-Generation steht AMD natürlich, was 5.0 angeht, immer noch relativ gut da mit dem X870E, denn Sockel 1700 CPUs können bekanntermaßen überhaupt nur 16 Lanes 5.0 Geschwindigkeit bereitstellen. Das heißt, wenn man sich die Option auf 5.0 Grafikkarten offen halten will, und das sollte man ja als Gamer durchaus und machen auch alle Boards so, dann hat man keine mehr übrig für 5.0 M2 SSDs und das eine natürlich besser als keine. Aber der Z790 ist, wie man schon sehen kann, nicht wirklich das Hauptgegner des X870E, sondern der wird sich die nächsten 2 bis 3 Jahre voraussichtlich gegen den Z890 beweisen müssen. Und da wird erwartet, dass sowohl Intel jetzt auch auf 20 5.0 Lanes hochgeht mit der nächsten kommenden Generation. Sicher ist es noch nicht, aber alle Gerüchte sprechen dafür. Das heißt, da wäre dann 5.0 Gleichstand. Es wird auch erwartet, dass natives USB 4 bei Intel einziehen könnte. Dann hätte man auch da einen Gleichstand zu AMDs Controllerlösung. Und es blieb am Ende aber der Vorteil, dass Intel noch wesentlich mehr 4.0 Lanes, wenn man auch einfach insgesamt mehr Lanes über den IOHub bietet. Das heißt, Intel könnte dann halt die schnellen Schnittstellen genauso anbieten wie ein X870E Mainboard, hätte zusätzlich aber noch die Möglichkeit, ziemlich viele 4.0 M2 Slots zum Beispiel mit drauf zu klatschen, wo AMD halt auch nicht unbegrenzt Ressourcen hat, sondern gute, aber ich sag mal, im High-End will man ja nicht immer gut sein, sondern man will mal besser sein als die Konkurrenz. Also da hat sich AMD hier, mit dem sie ihr einziges bleibendes Alleinstellungsmerkmal aufgegeben haben, meiner Meinung nach ein bisschen selbst ins Knie geschossen. Zumindest beim X870E. Problematisch wird das Ganze, wenn wir uns den X870 ohne E angucken. Auch bei dem hatte ich erst erwartet, wir machen 4.0 Lanes für USB 4, jetzt opfern wir stattdessen 5.0. Das ist noch nicht so kritisch, denn es haben ohnehin nur sehr wenige B650E Mainboards. Also der Vorgänger mit Single I.O. Hub hatte eine 50, jetzt ist es halt die 70er Klasse. Die hatten ohnehin selten alle Lanes als 5.0 und 5.0 Qualität ausgeführt. Aber was ein großes Problem hier ist, ist halt einfach die Tatsache, dass AMD PCI Express Lanes für mehr USB-Ports opfert. Denn damit war es beim B56 ohnehin schon nicht so gut gestellt. Wenn wir jetzt hier einen Viererblock wegnehmen, die zweite SSD
Und mittlerweile nutzen ja wirklich relativ viele Leute eine zweite M2 SSD oder wollen zumindest die Option haben, später eine zweite nachzustecken, wenn der Speicherplatz ausgeht. Wenn man das jetzt beim X870 umsetzt, dann wird es wirklich knapp mit den Lens, die man noch für andere Ressourcen übrig hat. Also ein dritter M2-Slot, ein X4-Slot, das ist eigentlich nicht mehr möglich, wenn man die Standard-Grundausstattung lassen will. Einige Mainboard-Hersteller tricksen sich drumherum. Also Asus zum Beispiel, man sieht das hier schon, ich habe es hier auf dem Tisch liegen die ganze Zeit, verbaut bei vielen Boards nur noch zwei SATA-Ports. Dadurch gewinnen sie hier zwei Anschlüsse, über die sie als PCI Express 3.0 Lane auch nutzen können. Dann kann man so den LAN-Controller und das WLAN daran hängen. Da hat man wenigstens zwei 4.0er Blöcke. Eine für die sekundäre SSD, einen zweiten für die tertiäre SSD oder eine Erweiterungskarte. Also da hat man auch schon automatisch Sharing mit drin. Das wird wirklich knapp. Und ja, ich habe mal zum Vergleich hier den X570. Das ist ja jetzt auch ein X.70, der ist rangestellt. Und ja, der konnte damals auch eine Grafikkarte, eine primäre M2 SSD über die CPU, ganz viel USB, viermal SATA und eine M2 SSD anzubinden. Und dann hat der 11 Lanes noch übrig für zusätzliche Ausstattung. Jetzt bei dem neuen X sowieso 70 Klasse bleiben nur noch 3 übrig. Also im Prinzip fällt AMD hier weit unter das Niveau zurück, das sie 2019 schon mal bei dem damals einzigen, heute bei dem kleineren X.I.O. Hub hatten. AMDs Wechsel von M2 auf USB 4 ist aber noch nicht das einzige Problem bei der X800er Generation, sondern es kommt noch hinzu, was die Mainboard-Hersteller als Kompensation machen, nämlich Lane-Sharing. Man kann natürlich, wenn die letzte Generation schon ganz viel PCI Express 5.0 beworben hat, darf die neue Mainboard-Generation natürlich nicht weniger davon haben. Und das Ergebnis ist, dass nahezu alle Mainboards, die ich mir bislang angeguckt habe, die Grafikkarten-Lanes zusätzlich mit weiteren Funktionen belegen. Eine sehr löbliche Ausnahme ist bislang tatsächlich nur ASRock, das ich ja schon mehrfach in der Kamera gehalten habe. Die haben sich tatsächlich beim Top-Intel Taichi dazu entschieden zu sagen, okay, wir lassen die ersten 16 5.0 Lanes exklusiv für Grafikkartenanbindung und machen dafür weniger M2 auf die Platine, was natürlich die Nutzbarkeit jetzt auch nicht steigert, aber zumindest Zusatzkosten verhindert. Im Gegenzug haben sie dafür den zweiten Steckplatz allerdings über die Grafikkarte mit angebunden, was selbst für die ganz wenigen SLI-Nutzer es gibt, sinnlos wäre, weil man bräuchte schon ein 10-Slot-Gehäuse, um hier unten noch was einzubauen. Für alle anderen ist es halt für Erweiterungskarten auch komplett nutzlos, weil man sich dann damit die Grafikkarte beschneidet. Aber alle verfügbaren Lanes sind halt leider für die paar M2, die noch drauf sind, draufgegangen. Wenn wir uns dagegen ein anderes ARM5 Flaggschiff angucken, in dem Fall das Asus X870e Hero, und da eine Grafikkarte einbauen, stellen wir fest, dass die mit um die 27 GB pro Sekunde über die PCI Express-Anbindung kommuniziert. Und das passt auch ziemlich gut. PCI Express 4.0 in dem Fall natürlich mit 16 Lanes ist zwar theoretisch zu 32 GB pro Sekunde in der Lage, aber das ist natürlich inklusive dem gesamten Kommunikationsoverhead, Befehl, Protokolle und so weiter. Das heißt, für die eigentlichen Nutzdaten beim Rendering bleibt natürlich ein etwas kleinerer Teil übrig und 27 ist schon ziemlich nah an 32 dran. Würde ich jetzt dagegen in das gleiche Mainboard hier unten eine zweite Erweiterungskarte einbauen, dann hätten wir genau das gleiche Phänomen, was ich auch beim Taichi beschrieben habe, nämlich Flaggschiff-Board, aus irgendeinem Grund immer noch Dual-GPU-CPU-Board mit drin. Es wäre ein X8-X8-Split. Das ist nichts Neues bei X8-SSD. Das hatten wir in der Vergangenheit schon häufiger. Spannender ist, was ist, wenn wir eine M2-SSD einbauen wollen. Erstmal eine kleine Neuerung am Rande. Ganz nett, man kann bei Asus jetzt die Grafikkarten rausnehmen, ohne irgendwelche Verriegelungsmechanismen bedienen zu müssen. Man zieht sie einfach nur auf der dem Slot näheren Seite zuerst raus. Dann wird das hintere Ende, das ja normalerweise gesperrt ist, automatisch freigegeben. Ziemlich ungewohnt, aber ziemlich praktisch. Weniger praktisch ist, dass der gesamte M2-Kühlerblock darunter ein einziges Stück ist und mit vier Schrauben dranhängt, von denen halt immer irgendeine von der Grafikkarte oder sonst was verdeckt ist. Hat man ihn irgendwann mal weg, findet man vor vier M2-Slots. Der primäre hier oben, der sharingfrei angebundene 5.0, zähle ich mal nicht mit. Das heißt, das sind Nummer 2 bis Nummer 5. 3 und 5 interessieren uns damit auch nicht. Spannend sind diese beiden, die hier zusätzlich gekühlt werden. Denn das hat natürlich seinen Grund, da wir Asus natürlich High-End-SSDs drin sehen. Ich habe gerade keine zur Hand, aber ich demonstriere einfach mal, was passiert, wenn man sie überhaupt bestückt, und fahre das System wieder hoch. Starte unseren Benchmark und stelle fest, oh, statt 27 GB haben wir jetzt nur noch knapp über 13 GB pro Sekunde. Und das ist natürlich schon ein ganz schönes Stück weniger. Und ja, das Einzige, was wir geändert haben, wir haben in den zweitbesten, laut Handbuch, M2-Slot, auch eine SSD eingebaut. Es war in dem Fall keine 5.0-SSD, aber es ist vollkommen egal, was ihr da einbaut, wie langsam es ist. Gäbe es 1.0-SSDs, hätten die genau die gleiche Wirkung. Für das Mainboard zählt nur Slot belegt oder Slot frei. Wenn Slot frei, dann werden die Lanes für die Grafikkarte genutzt.
Wenn nicht, dann werden sie halt da verwendet. Und wie schnell es darüber letztendlich läuft, das machen die SSD und der Chipsatz unter sich auf. Das ist dem Mainboard an sich, also der Ansteuerung an sich egal, die hat halt einfach die Leiterbahnverbindung dazwischen hergestellt und die bleibt dann auch so. Bei X870E-Mainboards ist das Ganze natürlich noch kein großes Problem. Wie gesagt, wir haben auch noch auf eben einen primären M2-Slot, der funktioniert sowieso. Und ja, für die sekundäre SSD kann man halt auch einen M2-Slot vom Chipsatz nehmen. Und für die tertiäre hat man in der Regel noch einen. Mit etwas Glück gibt es sogar noch einen vierten. In dem Fall ist hier beim MSI-Carbon der vierte auch wieder über die Grafikkarte angebunden. Der wäre also nicht zu benutzen, aber man hat drei Stück. Da ist man schon eigentlich relativ gut dabei. Und man hat in dem Fall hier auch noch einen Erweiterungsslot, wo man halt notfalls auch noch Adapterkarte verdrehen muss. Das geht alles bei X870E. Es sind ja ein paar Lanes insgesamt vorhanden. Problematisch wird es, wenn man das E weglässt. Ein X870 ohne E hat nun einmal eine geringere Chipsatzausstattung, damit weniger Möglichkeiten. Das heißt, wenn man da jetzt ein Exemplar hat, das mit einem primären plus drei weiteren M2-Slots wirbt, dann ist das schon ein bisschen mehr Schäden, weil in dem Fall sind diese drei Slots alle über die CPU angebunden und wir wissen, die hat nur Ressourcen für den ersten davon. Das heißt, die gehen beide zu Last der Grafikkarte und ihr habt dann nur noch einen übrig. Und ja, der schert jetzt in dem Fall auch noch zusätzlich mit einem der Erweiterungsslots. Da ist man also wirklich eingeschränkt, was die Erweiterungsmöglichkeiten mit X870-Boards angeht. Trotz dieser Schwachstellen sind natürlich X870 und erst recht X870E-Mainboards nicht per se schlecht. Im Gegenteil, sie sind ziemlich gut, sie sind halt nur nicht unbedingt so gut wie die Vorgänger. Details werde ich in weiteren Tests noch herausarbeiten. Aber man kann natürlich sagen, wenn man das zu einem passenden Preis kriegt, ist das immer noch ein Top-Angebot, womit wir beim letzten Kapitel wären dieses Videos. Zum Zeitpunkt des Drehs gibt es nur sehr wenig Ladenpreise zu sehen, weil die meisten Angebote noch nicht online sind. Aber ich weiß zum Beispiel, dass das gerade gezeigte Hero, wie gesagt, bei deutlich über 700 Euro starten soll. Das nächst kleinere Modell von Asus hier, das Strix 870EE, tolle Namensgebung, wenn man Asus-Schema mit AMD-Schema kombiniert. Das rangiert schon bei um die 600 Euro, also ein Stück billiger, aber immer noch alles andere als billig. Und was man halt dafür bekommt, ist dann zwar im Vergleich zum Hero immerhin einen grafikkartenunabhängigen Erweiterungsslot, aber dieses bunte Sammelsurium von M2-Kühlern hier mit den Slots darunter hat halt weiterhin genau die gleiche Sharing-Problematik, für die man da bezahlt. Und das trifft halt auch alle anderen X870E. Die günstigsten, die bislang angeboten werden, ist eins von Gigabyte bei 360 Euro. Auch das ist in dem Bereich, wo man sagen muss, X670E Oberklasse kostet das auch, aber das ist halt das absolut günstigste, was man dann halt auch bei einigen sekundären Merkmalen durchaus merkt. Ich gehe also davon aus, dass die neuen Boards nicht über den Preis ihre PCI Express-Schwäche kaschieren werden. Umgekehrt, X870 ohne E habe ich bislang auch nur einen Preis von Gigabyte, und zwar das Gegenstück von dem zum gezeigten X870 Elite. Da gibt es noch das Elite Ice in Weiß, was ein bisschen mehr Arbeit in der Produktion macht, deswegen auch mehr kostet. Das wird aktuell für 330 Euro schon angeboten. Also man sieht auch, die X870 werden nicht günstiger als die B650E werden und können sich also im Prinzip auch nicht über den Preis rechtfertigen. Damit gilt also im Prinzip für die gesamte X800er-Generation, bis sich entweder bei den Modellen oder bei den Preisen deutlich was ändert. Es lohnt sich nur, sie zu kaufen, wenn man viel Wert auf USB 4 legt. Bei den 870E kann man natürlich sagen, die bieten immer noch von allem anderen genug. Man nimmt USB 4 einfach als Zukunftsreserve mit. Aber spätestens bei X870 würde ich sagen, achtet da sehr drauf. Wenn ihr stattdessen einfach ein weiterhin gutes B650E-Mainboard nimmt und darauf achtet, dass das zum Beispiel einen unabhängigen X4-Slot bietet, in den ihr eine Steckkarte macht, könnt ihr den jederzeit nachträglich USB 4 per Erweiterungskarte spendieren, habt dann im Prinzip die gleichen Möglichkeiten, beziehungsweise bei einigen Fällen, wie das, was ich hier gerade hochhalte, sogar den Bonus, dass ihr USB 4 drauf habt und dass ihr zwei 5.0 M2-Slots von der CPU habt, weil nämlich in dem Fall dann ihr einfach selbst dafür gesorgt habt, dass der USB 4-Controller über den IOHub angebunden wird. Also die Möglichkeit habt ihr durchaus, dass wenn ihr sagt, ich bin mir noch unsicher, dann könnt ihr ein B650E kaufen und später erst das Geld in USB 4 investieren. Es sind in der Summe vielleicht nicht mal teurer, je nachdem, wie sich die Controllerpreise entwickeln, sondern sogar günstiger. Und ihr habt im Moment habt ihr auf alle Fälle die Möglichkeit, mehr M2 zu nutzen, als es mit X870 sinnvoll möglich ist. Umgekehrt muss man sagen, ihr könnt aus einem USB 4-Port, der schon verlötet ist, könnt ihr kein M2 mehr machen. Das heißt, B650E mit Nachrüsten ist flexibler als X870, kein E direkt zu kaufen. Und nach allem Anschein nach könnte es sogar günstiger werden. Ja, das also vernichtendes Urteil meinerseits für das neue Konzept von AMD in der oberen Mittelklasse. Und ja, akzeptabel in der Oberklasse, aber eigentlich nur eine Alternative zu den bereits bestehenden. Es ist kein Fortschritt und das könnte sich halt ein bisschen rächen, wenn die Konkurrenz Fortschritte macht.